meine Tätigkeiten in der Ausbildung beschränken sich hauptsächlich darauf, dass ich Wände und Decken baue und vor allem stelle. Und auch eine Menge damit zu tun habe, Akustikdecken zu bauen zum Beispiel oder Brandschutzwände zu stellen mit besonderen Platten und besonderer Wolle. Und die muss man natürlich auch verspachteln und das lernen wir in der Ausbildung auch gründlich, in welchen Qualitätsstufen von Q1 bis Q4 man welche Wände verspachteln muss. Am Anfang meistens richten wir erstmal die Baustelle ein oder holen uns unsere Werkzeuge aus unserer Kiste und dann richten wir die Sachen ein, die wir brauchen und holen Material in die Räume. Momentan sind wir im Deutschlandradio und da haben wir eine Menge mit Schallschutz zu tun, indem wir Decken und Wände einbauen. An meinem Beruf finde ich gut, dass er sehr vielseitig ist und ich nicht nur am Tisch sitze oder beziehungsweise auf dem Stuhl sitze und auf dem Monitor starre, sondern eine Menge verschiedene Sachen in der Hand habe, wie zum Beispiel die Baumaschine, den Akkuschrauber und sehr viel mit meinen Händen arbeite. Ich wollte den Beruf lernen, weil in meiner Familie sehr viel handwerklich gearbeitet wird, zum Beispiel als Schlosser oder auch im Familienkreis also viele Handwerker. Und ich fand als kleines Kind immer Handwerk schon immer ziemlich spannend, dass man aus nichts was bauen kann. Ich würde die Arbeit auf jeden Fall weiterempfehlen. Für jeden, der viel Spaß am Handwerk hat. Man sollte schon recht handwerklich begabt sein und, sage ich mal, zwei linke Hände haben, damit die Sachen auch alles passen. Also man muss schon Spaß damit haben, Sachen hin und her zu tragen und auch mal dreckig zu werden. Ich arbeite 8 Stunden am Tag und insgesamt habe ich über das Jahr verteilt 30 Tage Urlaub. Ja, über die 3 Ausbildungsjahre verdoppelt sich meistens das Gehalt sogar, nicht verdoppelt, sondern vermehrt sich das Gehalt. Das heißt, am Anfang habe ich, am ersten Ausbildungsjahr habe ich 560 verdient. Jetzt bin ich im zweiten und verdiene schon rund um die 800 und im dritten sind es dann 1000 Euro. Ja, ich sage mal, ich führe ein ziemlich gutes Leben als Trockner. Ich habe eine eigene Wohnung und kann trotzdem noch mit dem restlichen Geld, weil ich habe, eine Menge unternehmen und auch in Urlaub fahren oder mal Geschenke kaufen. Also da kommt es nicht zu knapp. In Oranienburg mussten wir in mehreren Familienhäusern Türen sozusagen einstellen und einhängen. Und in Buch haben wir für ein Krankenhaus eine Zwischenwand gebaut zwischen dem neuen Krankenhaus und dem alten Krankenhaus. Lieblingswerkzeug ist der Schrauber eigentlich. Schrauber eigentlich das meiste erledigen können. Ja, die meisten lustigen Sachen passieren meistens in der überbetrieblichen Ausbildung mit den ganzen anderen Azubis. Da wird eher der ganze Quatsch gemacht wahrscheinlich. Berufsschule hatte ich im ersten Lehrjahr hat man das blockweise. Und jetzt im zweiten und dritten Jahr habe ich nur noch einmal in der Woche Schule. Meine Berufsschule liegt in Spandau und ich muss sie zurzeit einmal die Woche besuchen. Und im ersten Lehrjahr war es halt blockweise, dass man 2 oder 3 Wochen in der Schule war.